Mark. Heider bei mir nach der Derby-Niederlage, Mark. Ich brauche, glaube ich, gar nicht fragen, wie tief der Frust bei dir als Kapitän heute sitzt nach der Niederlage, oder? Ja, nicht nur bei mir, ich denke bei der ganzen Mannschaft. Wir haben uns heute viel vorgenommen, haben in der ersten Halbzeit auch eine Riesenmöglichkeit, sogar in Führung zu gehen, was uns leider nicht gelungen ist. Trotzdem dann die Null gehalten. Und dann in der Halbzeit die Sachen nochmal angesprochen, die wir besser machen wollten, dann das Tor bekommen, was natürlich sehr, sehr schwer bei allen dann irgendwo auf den Magen geschlagen hat. Trotz alledem darf man die Köpfe nicht hängen lassen oder hätte dann weiterspielen müssen und nicht zurückstecken müssen, einfach weiter nach vorne schauen müssen. Und das haben wir so ein bisschen verpasst. Und das ist natürlich extrem ärgerlich, gerade in so einem Spiel. Sag mal, so schwer nach dem Spiel dann zu fragen, woran es gelegen hat. Aber ihr habt ja eigentlich, seid in die zweite Halbzeit gut gestartet, fand ich. Die ersten 10 Minuten habt ihr so ein bisschen Drive bekommen. Woran hat es dann gelegen, dass ihr das nicht mit rübernehmen konntet? War es dann nur das Gegentor? Ja klar, das Gegentor natürlich, aber auch die letzte Konsequenz, der unbedingte Wille, das Tor dann auch machen zu wollen oder den letzten Pass dann vernünftig an den Mann zu bringen. Da hat uns dann irgendwo die Passqualität gefehlt und die Abschlüsse natürlich auch. Ohne Abschlüsse kannst du keine Tore schießen und ja, das ist dann einfach zu wenig für so ein Spiel. Das ist vorweggenommen, eine Torchance in 90 Minuten habe ich gezählt in der ersten Halbzeit. Diese Klasse ist dann vielleicht auch einfach zu wenig? Ja, absolut. Das müssen wir uns ankreiden, das müssen wir in den nächsten Spielen besser machen. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, daran zu arbeiten, aber wir müssen einfach wieder zielstrebiger werden. Einfach dieser unbedingte Wille auf dem Platz, wieder auf den Platz kriegen, die Dinger machen zu wollen und vor allem auch Torchancen zu kreieren. Dann erstmal eine gute Regeneration. Dankeschön. Ja.